dass meine Nasenscheidewand schief ist. Also die neigt sich ein bisschen zu doll nach rechts. Everyday life. Aber send den Otto dumm. Send den Otto dumm. Nicht den Schlüssel verlieren. Anne, ich sitze heute vorne. Anne, wir wechseln noch immer ab. Ja, ich weiß. Wer gestern vorne war, ist ja jetzt. Und ich bin da. Ich sitze vorne. Aufgegessen. Und fast hat er aufgegessen. Da ist noch ein Stückchen. Ja. Aber den anderen hat auch ein Stückchen. Wie lang deine Tasche? Hast du mich gehört? Was denn? Ich meinte den anderen nicht. Den hatte schon du gegeben. Ich muss um 11 meinen Termin leider absagen. Achso, wollte gerade sagen. Und ich sind 9.30 Uhr. Ja, okay, dann machen wir so. Ja, okay. Alles klar, bis dann. Danke. Tschüss. Also, ich war jetzt beim HNO. Er hat festgestellt, dass meine irgendwie ist die Kamera schief. Ach, egal. Dass meine Nasenscheidewand schief ist. Also, die neigt sich ein bisschen zu doll nach rechts. Und dass meine Nasen, was hat er gesagt? Schleim irgendwas? Vergrößert sind? Nicht die Muscheln. Irgendwas anderes hat er gesagt. Angeschwollener sind als normal oder so. Naja, auf jeden Fall haben die einen Allergietest gemacht. Da habe ich auf gar nichts reagiert. Ist ja auch gut. Und er hat mir jetzt einen Nasenspray verschrieben, weil ich benutze ja normales Nasenspray. Und das soll ich halt nicht auf lange Dauer, weil das ja auch abhängig machen kann. Und jetzt habe ich hier eins, das macht irgendwie nicht abhängig. Das soll ich morgens und abends nehmen. Ist ein Nasenspray, was auch entzündungshemmend ist. Und habe jetzt für Anfang November nochmal einen Termin bekommen. Und dann besprechen wir nochmal, ob es jetzt besser geworden ist oder nicht. Aber ich benutze ja auch schon dieses Kochsalzspray und so schon über Monate. Und ich gehe mal davon aus, dass es zwar nichts bringen wird, aber ja. Wurden wir jetzt erstmal so abgefertigt, ne? Aber nein, das ist ein sehr guter Arzt und da vertraue ich ihm auch. Der hat das damals bei Milan auch ganz gut gemacht. So, jetzt fahre ich zu Mama und dann nach Hause oder so. Mal gucken, weil Kian ist jetzt bei Mama. Schmeckt das lecker? Aber wie isst du das dann, Schatz? Ess das mal richtig, bitte. Nicht polen. So, reinbeißen. Isila, bitte. Wie sieht das aus? Versuch uns.
hier ist. Ey, guck mal. Das macht nichts. Ach, du weißt doch nicht welcher. Ach, gibt's nicht. Habt ihr auch lieb? Nicht und nicht. Nein? Warum? Mama, Abis. Milan auch, ja? Auch. Milan auch, ja? Nein. Hast du mich verstanden? Nee. Milan auch? Okay. Kalt. Mama? Ja. Nein. Lass ihn, Esila. Ja, gar nicht mehr gefilmt, aber Kinder habe ich jetzt gebadet, also außer Kian gebadet. Morgen kommt der Fotograf und da habe ich gedacht, Esila muss nochmal die Haare besonders schön haben und die sehen halt bei ihr so immer schön aus, wenn die gerade frisch gewaschen sind. Genau, dann nichts. Also das Baden und ins Bett legen hat schon ziemlich lange gedauert. Ich verabschiede mich jetzt aber auch von euch und wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen steht nichts Besonderes an, aber am Mittwoch, also für mich Mittwoch, für euch dann Donnerstag, ist ein Termin. Da bin ich zur Besprechung wegen Microblading und da bin ich echt mal gespannt. Ich gucke mal, ob ich dort filmen darf, kann und nehme euch dann auf jeden Fall mit oder berichte euch dann nach dem Gespräch, je nachdem, und bin echt mal gespannt, ob, ja, ob das in meinem Fall überhaupt geht, weil ich ja schon permanent habe, aber ja, das ist schon verblasst und so. Ich denke mal schon, dass das funktionieren wird. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wünsche euch noch einen wundervollen, schönen Abend. Ich bearbeite jetzt das hier und ja, bis dann. Tschüss. Ist das nicht so, ne? Mir ist das scheißegal, was ihr da draußen von mir hängt. Ne? Also, ne? Mir ist nur wichtig, dass ich zufrieden bin. Aber bin ich nicht. Leute, heute, ne? Leute, heute. Ich hab mir gedacht so, ey, Mann, Selki, nein, Mann, Alter, du bist kein...